Freunde, moin ihr ganzen Bananen-Bigas und herzlich willkommen zurück bei Fresh Coast Customs. Wir werden heute mal wieder mein Moped pimpen. Es ist quasi mitten in der Nacht für mich. Wir haben immerhin schon 12 Uhr. Ja, ich muss gleich noch arbeiten. Ich bin extra früh aufgestanden, damit wir das jetzt noch aufnehmen können, Leute. Das nächste Teil für meine MT09 ist angekommen. Und zwar dabei handelt es sich um ein Windschild. Da habe ich jetzt ewig lange drauf gewartet. Ich habe gekauft bei CTC Bike Parts. Ich werde die Seite jetzt auch mal kurz einblenden und genau eben dieses Windschild einblenden. Das ist nämlich von DPM. Das kommt offensichtlich aus Italien. Ewig lange habe ich drauf gewartet. Kostet ungefähr 150 Euro. Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich werde euch jetzt gleich erzählen, warum. Erstmal packen wir das Ding aus. Jetzt weiß ich auch, warum das so lange dauert hat, weil die wahrscheinlich 10 Tage damit verbracht haben, das Ding einzuwickeln, Alter. So, hier sind schon mal die Befestigungsteile. Die kommen hier direkt drauf. So, das Windschild haben wir nämlich hier. Und ihr seht, das ist im Prinzip einfach nur so ein Alu-Ding. Ja, das sitzt hinterher so, genau so müsste das ungefähr sitzen. Ich finde das richtig schön scharf, Leute. Ich finde das richtig, richtig geil. Erstmal passt das irgendwie einfach zur Optik vorne. Ja, dadurch, dass das hier so zusammenläuft, so steil zusammenläuft, sehen irgendwie die Augen, also die Maske noch irgendwie ein Stück geiler aus. Und warum, war eigentlich eines der hauptsächlichen Argumente war, warum ich mich dafür entschieden habe, ist der Ausschnitt hier für das Tacho. Ihr wisst, der Tacho ist quasi asymmetrisch bei der MT09, der ist quasi auf der rechten Seite versetzt. Und das sieht so nackt irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, gewollt und nicht gekonnt aus. Und mit dem Windschild sieht das dann doch wieder irgendwie gewollt aus. Keine Ahnung, sieht dann irgendwie halt viel, viel stimmiger aus, finde ich, mit dem Windschild. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt an die Montage dran. Die dürfte eigentlich nicht allzu lange dauern, aber wir fangen direkt los, Leute. Bitteschön. So Leute, dann hole ich mal hier den Beipackzettel raus. Den haben sie natürlich ganz clever zusammengetackert. Alter, wofür tackerst du den hier zusammen, wenn das sowieso zusammengefaltet da drin liegt, Mann? Die haben sie auch nochmal getackert, Alter. Ah ja, guck mal, hier ist auf jeden Fall eine Anbauanleitung dabei. Remove the original bolts from point 1. Das heißt, die vier müssen wir jetzt gleich mal rausdrehen. Das geht mit dem 5er Inbus. Zweitens, apply the supports CND, das sind die Dinger hier. Die müssen dann halt irgendwie hier dran. Wie genau, gucken wir aber gleich, Leute. Ja, machen wir gleich. Wir removen erstmal die Bolts hier. Ja. So, wie gesagt, dafür brauchen wir 5er Inbus. So, zack. Apply the supports CND on the 4.1 using the original bolts. Okay, so müssen die dran. Und die sollen dann wieder die originalen Schrauben haben. Aber es, also so kommen jetzt die Dinger dran. Na, zack. So rum. So, dann gilt es, die mit 9 Newtonmeter festzuziehen. Warte. Ja, 9. Genau 9. Ah, der war 9,5. 9,8. 9,34. Perfekt. Schritt 3. Apply the fairing E, also das Windschild, in Points 2 und 3 using the M5x16 Bolt with the M5 Washers Supply. Die sind also dabei. Genau, hier ist so ein kleines Koksbeutelchen dabei. Da man sich einfach eigentlich immer am Flughafen in den Arsch steckt, weil da Koks drin ist. Da sind jetzt in dem Fall Schrauben drin. Dafür brauchen wir den 4 mm Inbus. Den hole ich mal hin. So, dann kommt das so hier dran, wie ich das verstehe. Genau, so kommt es hier dran. So, dann Unterlegscheibe mit Schraube. Hier wir jetzt in die Befestigungslöcher rein. Genau so, packt, wunderbar. Also von der Verarbeitung her habe ich immer nichts zu meckern. Sieht echt gut aus. So, hier die nächste Schraube, wunderbar, hat auch sofort gepackt. Ja, ey, ohne Scheiß, Leute. Da hättest du aber auch jetzt schwarze Schrauben nehmen können, ne? Meiner Meinung nach. Also da werde ich auf Dauer, glaube ich, mal hingehen und schwarze Schrauben holen. So, den ganzen Bums festziehen. Was ich ja jetzt auch gar nicht haben kann, ist, wenn die Unterlegscheiben nicht genau mittig sind, ne? Wenn die so exzentrisch liegen. Dann muss ich mir auch mal eben hier so ein bisschen einstellen. 20 Minuten später. So, Leute, Windschild ist dran.
Gefällt mir so erstmal ganz gut. Wir machen natürlich auch eine kleine Fahrt gleich, Leute, und mal gucken, ob das schon was bringt. So ein kleines Windschild bei so einem Naked Bike. Erhoffe ich mir jetzt nicht allzu viel, ist jetzt auch nicht der Hauptgrund. Die Optik ist natürlich der Hauptgrund. Aber trotzdem können wir mal gleich gucken, weil ich habe schon Leute behaupten hören, dass so was Kleines bei so einem Naked Bike halt echt schon viel bringt bei entsprechender Geschwindigkeit auf der Autobahn. Und deshalb werden wir gleich mal eine kleine Tour machen. Wir gehen jetzt aber erstmal ein Stück weiter weg. So Leute, ihr seht das jetzt von Weitem. Ich finde ja schon von hier, klingt immer blöd beim Motorrad, ich weiß, aber der Cockpit macht allgemein halt so einen etwas düsteren, so einen etwas versteckteren Eindruck, vor allen Dingen Eindruck halt. Und das finde ich immer sehr geil. Vor allen Dingen, wie gesagt, hier fügt sich jetzt auch der Tacho wirklich schön in diese Lücke hier ein. Das gefällt mir ganz gut. Ich mache mal die Entzündung an. Sieht halt viel gewollter jetzt aus, meiner Meinung nach, ne? Passt sich wunderschön an. Ich komme mal nach vorne. Ja, okay, was mich jetzt stört, sind die Spiegel, definitiv. In Verbindung mit dem Windspiel, mit dem Windschild sehen die Spiegel jetzt wirklich lachhaft aus. Aber ansonsten finde ich das erstmal ganz gut, ne? Muss ich halt noch ein bisschen auf mich wirken lassen, aber bin ich schon mal mit zufrieden, Leute. Montage, ganz ehrlich, 5 Minuten, mehr nicht. So, Leute, jetzt würde ich sagen, wir drehen eben eine ganz kleine Runde. Wirklich nur eine ganz kleine Runde, weil ich muss ja gleich noch arbeiten. Um mal ganz grob zu gucken, hör mal, bringt so ein kleines Windschild oder bringt überhaupt so ein Windschild bei so einem Naked Bike irgendwas an Aerodynamik bei höheren Geschwindigkeiten, Leute. Werden wir jetzt gleich rausfinden. Ich ziehe mich eben um und dann sehen wir uns auf dem Bike, Leute. Bis gleich. So, Leute, wir befinden uns jetzt auf der Mopitze drauf. Und ich werde mal gleich direkt hier auf die Bahn fahren, damit wir sofort beurteilen können, ob das Windschild überhaupt irgendwas bringt. Ganz ehrlich, da erwarte ich jetzt gar nichts. Aber wie gesagt, ich habe eben schon Leute behaupten hören, ey, das bringt schon was, so ein kleines Windschild. Bin ich gleich sehr gespannt. Oh, direkt hier mal auf die Bahn. Okay. Also es ist natürlich jetzt schwierig zu beurteilen. Wir fahren jetzt gerade 100. Aber ich würde behaupten, vorher hatte ich mehr Luftwiderstand am Oberkörper und Kopf. Das, ohne Scheiß, jetzt gerade bei 100 merke ich nichts am Oberkörper und Kopf. Arme merke ich schon krass Luftwiderstand. Aber Oberkörper und Kopf ist sehr, sehr, sehr angenehm. Beschleunigen wir hier ein bisschen. So, 120, auch hier noch. Okay. Krass, ist das jetzt von dem Windschild oder woher kommt das? Das ist wirklich heftig. Also das Ding ist, ich merke an der Arme und Schultern merke ich halt schon sehr, sehr stark den Wind. Aber Kopf und Oberkörper so gut wie gar nicht, tatsächlich. Krass, du kannst mir doch erzählen, dass das kleine Scheißding da so viel bringt. Wir versuchen gleich mal noch schneller zu fahren. Wenn der Pillemann hier einmal abhaut, nice, so. 130, 140, boah, jetzt noch sehr angenehm. Okay, jetzt ab 140 merke ich aber schon, okay, Kopf kriegt sehr, sehr viel Luftwiderstand, aber da ist sehr, sehr viel. Immer noch angenehm, dass man aufrecht fahren kann. Ja, okay, also ab 140 geht es dann doch los, dass man ordentlich was merkt. Aber ganz ehrlich, bis dahin habe ich fast gar nichts gemerkt. Und auch jetzt 140, 150, geht klar, ich sitze aufrecht, ihr seht da Leute, ich sitze ganz gemütlich, es geht noch. Ich tauche mal ab. Okay, also, wenn ich abtauche, wir hatten jetzt gerade 180 drauf, beim Abtauchen merke ich 0. 0, also am Helm wirklich gar nichts. Frontal so auf den Kopf zu. Oben drüber merke ich, dass da eine Menge Luft drüber geht. Aber so auf den Helm drauf kommt gefühlt jetzt gar nichts mehr. Krass, was so ein kleines Scheißschild bringt, ey. Ist wirklich geil. Aber hier nochmal, Leute, 130. Ey, ich merke gar keinen Luftwiderstand am Oberkörper und am Helm. Gar nichts. Ja, Leute, also anscheinend scheint so ein kleines Windschild bei so einem Naked Bike doch eine ganze Menge zu bringen. Finde ich jetzt echt krass, habe ich nicht mit gerechnet. Aber dementsprechend spreche ich eine ganz klare Empfehlung aus. Optik ist natürlich wie immer Geschmackssache, Leute. Aber Richtung DPM Windschild für die MT09 geht da ja eine ganz klare Empfehlung.
finde ich total geil. Mir gefällt es auch optisch, aber wie gesagt, das ist natürlich Geschmackssache. Ich bin da wieder raus von Fresh Wurst Customs. Wir sehen uns demnächst wieder, wenn wir mal wieder was anderes an meinem Bike machen. Viel bleibt da jetzt mehr über, aber ein paar Sachen habe ich da noch im Petto, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, wir sehen uns.